So, hallo, heute will ich euch mal Villa in Kaolack zeigen, die man zum Beispiel auch mieten könnte für einen Urlaub. Das ist ein recht großes Grundstück, sind ca. 1000 Quadratmeter Grundstück. Hinterm Haus ist ein Boccia-Platz sogar. Und es ist eine Villa mit 126 oder 129 Quadratmeter, das weiß ich nicht genau. Drei Schlafzimmer, das heißt sechs Personen. Dann ist aber auch ein Babybett und Babystühlchen und so gibt's. Hier ist der Eingang. Zeige ich euch mal. Das sind Liegen. Hier hat man seinen privaten Pool. Dann diese Sala. Zeige ich euch auch gleich. So, hier ist der Eingang in Küche, Wohnbereich. Heißt, hier hast du Sofa, ja, ich will mal sagen, europäischer Standard oder westlicher Standard, sagen wir mal so. Ja, Sofa, Fernseh, allerdings kein Fernsehanschluss, aber einen sehr guten Internetanschluss. Dann hier rechts und links sind die beiden Schlafzimmer, die gucken wir uns gleich an. Dann in der Mitte ist das Badezimmer dafür, Toilette. Ich halte mal das Licht an. Ja, also wirklich großräumig. Hier schönes Badezimmer, dann gibt es hier auch noch einen Föhn. So, wieder raus. Gehen wir gleich hier ins Schlafzimmer. Da sind die Rollos jetzt runter, ist einfach wegen der Sonne, dann ist es nicht ganz so warm. Kann man natürlich wie man will aufmachen. Ja, Schränke sind auch genug da. Steckdosen gibt es auch, massig. Hier ist dann die Dusche mit einer Verbindungstür zum anderen Schlafzimmer. Also wenn man möchte, kann man das natürlich zumachen. Hier ist ähnlich, hier sind auch die Rollos zu. Aber kann man wie gesagt natürlich aufmachen. Und hier kommst du dann wieder ins Wohnzimmer. Wunderschöne riesige Spiegel. Also echt schöne große Spiegel. Jedes Zimmer ist klimatisiert, separat. Dann hat hier auch das Wohnzimmer ist klimatisiert. Hier die Küche, also mit zig Schränken, Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzug. Also hier ist eigentlich alles da, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, selbstverständlich, Kühlschrank. Obendrauf die Mikrowelle, warm Wasser, überall, hier, ja, alles was man braucht, würde ich mal behaupten, hoppla, alles was man braucht, würde ich mal behaupten, also, hier auch, Besteck, sollte reichen, ja, also europäischer oder westlicher Standard, würde man sagen. Da ist alles da. Kann man auch alles benutzen. Dann ist die ganze Villa sind Moskitofenster. Kann man auch aufmachen, wenn man möchte. Hier hinten drin ist ein Storeroom, wo dann, ja, für die Reinigung. Dann kommen wir hier in Master Sleeping Room. Das heißt, das ist das größte Schlafzimmer. Auch ein Riesenspiegel, Handtücher, extra Lichter an den Betten. Das ist übrigens auch bei jedem. Dann haben wir hier einen Schreibtisch, Arbeitstisch. Hier auch genug Schränke. Sollte reichen. Und dann ein eigenes Badezimmer. Riesen Dusche, zwei Waschbecken, auch wirklich kühl der Boden, erstaunlich, gut gebaut glaube ich. Ja, da gibt es eine Webseite, die packe ich dann in die Videobeschreibung mit rein und dann Kontaktdaten, also Kontakt-E-Mail-Adresse. Privat ist halt, na jetzt auch, da ist echt Ruhe, du hast natürlich hier Nachbarn.
Aber da hast du nicht, ist kein Lärm. Schaukelstühle, wunderschönen Riesentisch. Und ich muss echt sagen, also natürlich hört sich's im ersten Moment nach viel Geld an. In der Nebensaison sind es 4.500 Baht und in der Hauptsaison sind es 6.000 Baht. Aber wenn man sich das natürlich überlegt, dass man halt hier zu sechst sein kann, das heißt, es wären 1.000 Baht pro Person und dafür privat, du kannst hier grillen, du hast hier alles, du hast hier eine Dusche außen, separat nochmal Pool-Toilette, auch nicht ganz unwichtig. Dann braucht man nicht immer so nass, wie man ist, dann da reingehen. Also das ist wirklich durchdacht. Jetzt machen wir einen Blick von der Seite. Ja, und nachts, die Villa hat wirklich ihren tollen Charme. Du kannst alle möglichen Lichter, indirekte Lichter hier oben drin. Dann in der Sala verschiedene Lichter, in dem Dach mit reingebaut, hier außenrum indirekte Lichter. Also da ist eine wirklich ganz tolle Atmosphäre am Abend. Für mich das Draußensein hat eigentlich immer den größten Wert, weil, ich meine, du sitzt hier mit 30 Grad, vielleicht auch nur 28 und selbst wenn es regnet, ist so eine Sala echt der Hammer. Du hast Schatten oder du sitzt eben im Trockenen. Und das ist halt doch sehr privat. Also ich kann das echt empfehlen, wenn man hier zum Beispiel mit zwei Familien kommt. Also das heißt vier Leute, die sich da gut verstehen. Oder sechs Leute, dann kann man hier wirklich einen schönen Urlaub verbringen. Man ist nicht weit weg vom Center. Klar, man sollte ein Moped oder ein Auto, sollte man sich dann schon mieten. Aber dann ist man komplett unabhängig, macht sein eigenes Ding, kann hier tun und lassen, wie man möchte. Also wie gesagt, hier hinten gibt es auch einen Grill, kann man grillen am Abend. Kann sich da echt erholen, entspannen. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und es war interessant für euch, was für Optionen das es gibt, hier Urlaub zu machen. Ich werde jetzt auch mal weitermachen, noch ein paar kleine Resorts euch zeigen. Natürlich angefangen mit unserem eigenen, das ist der Atit Garden. Und klar, es gibt auch immer große Resorts, die kann man pauschal buchen, aber individueller Reisen, wer da drauf steht, der findet hier in Khao Lak auch echt vieles. Von luxuriös bis so relativ einfach. In jeder Preisklasse ist dann auch was dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr bleibt mir gewogen. Also, gute Zeit und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss.